Sven, Sven, ich schwapp. Hallo, schönen Tagchen. Zum vierten, ich glaube die vierte Aufnahme. So langsam verliert man dann doch ein wenig die Übersicht. Heute aus Oskarshafen quasi. Oskarshafen, ganz genau. Den man hinter uns sieht, wir haben auch unseren kleinen Anker mitgebracht. Leute fragen sich ja immer, Mensch, was nehmt ihr so mit auf eurer Reise? Zeigt doch mal den Inhalt. Haben wir jetzt mal ganz kurz rausgekramt, dann seht ihr es. In der linken Seitentasche. Ja, dann schwimmt unser Zelt nicht weg. Das ist ganz gut. Nee, aber hier, Oskarshamn, wo heute vor knapp 2,5 Stunden noch eine Autoshow war. Eine richtig schöne Autoshow. Und wir dachten uns, ja geil, die kommen ja gerade alle an. Haben wir Zeit, gucken uns kurz noch das Zentrum an, gehen fix was essen und kommen dann wieder, um alles zu sehen. Ja, nein. War nicht mehr da. War einfach nach 2 Stunden alles weg. Ein Auto hat er da schon. Ein Auto, eins. Aber ich glaube, das kann auch nicht mehr fahren. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, schade. Also waren schöne Autos. Ich habe nur ein paar Bilder auf Twitter, Facebook und Pipapo geteilt. Ja, mehr gab es leider nicht. Da war die Kamera noch nicht da. Schon ärgerlich. Nee, ansonsten, wir sind heute sowohl zu Fuß als auch mit dem Bus ein wenig hin und her, haben uns dadurch ein bisschen Weg erspart, auch weil die Füße gebeutelt und geplagt sind von Blasen. Nachdem wir jetzt bei Sven waren, den ersten Tag, hallo Sven übrigens nochmal, danke. Nachdem wir bei Sven waren, den ersten Tag dann gelaufen sind, nicht mal viel. Nee. Und nicht mal eine krasse Strecke. Na, 30 Kilometer waren es. Ja, doch. 30, ja, aber ist jetzt nicht so krass. Unsere Füße, aber auch an Stellen, die noch nie vorher, auf dem Nagel, hast du einfach mal eine Blase. Das ist so, hä? Also viel Blase hatte ich auch noch nicht. Ist also ganz merkwürdig. Ekelhaft unangenehm. Ja. Also halb unterm Fuß. Und nicht so schön, ne? Und da dachten wir uns, ja gut, teilen wir uns heute das ein bisschen ein. Außerdem, ich meine, das bringt ja auch nichts, wenn wir uns hier quälen und sagen, ja, ey, wir müssen nur wandern. Und so kann man halt auch mal ein bisschen mehr genießen und ein bisschen schöner alles hier erleben, wie zum Beispiel den Hafen von Oskarshamn, da im Hintergrund eine Riesenfähre, die beladen wird mit Deutsche Bahn und DHL halt. Mit dem üblichen Schließstand. Koks und Nutten. Die sollten wir auch kaufen, hier in Schweden. Dafür wurden wir schon unterstützt. Für Koks und Nutten. Ja. Stockholm. Kommt dann der Reisebericht, sag ich mal. Nee, und jetzt und es wird jetzt weitergehen, einfach die nächsten Tage nach Norrköping. Norrköping, ja. Genau. Also das ist so die nächste große Destination. Genau, das nächste große Ziel. Das wird noch so ein paar viele Tage in Anspruch nehmen. Wir sind uns auch noch nicht sicher. Bleiben wir vielleicht noch einen Tag länger hier? Oder machen wir morgen einfach wieder los? Das wissen wir allerdings noch nicht. Aber wir haben erfahren, dass das Hotel, wo wir heute nächtigen, kein Whirlpool hat. Also werden wir wohl morgen doch wieder losgehen. Ja, meiner, aber der ist in Reparatur. Ja, natürlich in Reparatur. Wird renoviert. Sicher. Ja, ja. Ja, die Toiletten auch, die Betten auch. Alles. Alles, alles wird schade. Renoviert. Mensch. Sowas. Das Brot auch muss renoviert werden. Totales Brot. Haben wir nämlich keine Enten mitgefüttert. Nein, nicht. Nicht. Glutenfreies Brot. Glutenfreies Weißbrot, ja. 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 Nein. Ansonsten gibt es ein hübsches Städtchen, Oskarshamn, ja, sehr lieblich, kleine Hafenstadt, schön, wir sind auch auf so einer kleinen Insel gerade. Mal wieder. Also irgendwie jede Hafenstadt hat eine Insel, eine eigene nochmal, wo man hin kann. Die ist auch ganz süß mit Pavillon und etc. Ansonsten der Campingplatz Timmernabben, nur zu empfehlen. Aber hallo zu empfehlen. Also wir waren das einzige Zelt. Da gibt's halt nur. Es waren immer zwei Zelte. Also mit uns. Ja, und wir waren immer so unsicher, können wir hier wirklich zelten? Also da ist der Grillplatz, da sitzen Leute zum Essen. Aber da haben wir uns einfach neben so einen Flaggenmast hin drapiert. Haben wir so eine Flagge aufgehisst. Klacker, 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 immer in der Nacht, Alter. Es war sonst zwar nur Wohnwagen. Aber die besten Sanitäranlagen. Also wenn wir mal Werbung machen darf für einen Campingplatz, sanitäranlagensmäßig. War echt top. Timmernabben. Direkt am Meer. Ja. Minigolf, Tennis kann man da auch spielen. Mit einer Hüpfburg. Ja, eine Hüpfburg, richtig. Ja. Ist halt. Jeden Tag ist die auch aufgeblasen, die Hüpfburg. Das war so schön. Einfach wirklich ein schöner Campingplatz. Da sind wir gern geblieben. Hat man ja auch gemerkt, ne? Ja, war schon schön. Nur die Einkaufsmöglichkeit war einmal durch den Ort und wieder zurück. War mit den Blasen nicht so angenehm. Das waren so 10 Kilometer. Ja. Yam. Aber war, also. Auch sowas ist schön. Es ist halt schön hier in Schweden. So schöne Schweden. So. Schön. Ja, schön ist es. Schön. Also falls ihr noch nicht mitgekriegt habt. Es gefällt mir. Manche meinen, Schweden sei schön. Die kann ich nicht verstehen. Furchtbar. Das sind
widerliche Menschen, bestimmt Veganer. Ja, ganz bestimmt. Wir haben nichts gegen Veganer. Nein! Wir machen einfach weiter. Nein, ja, das war's schon. Fleisch, oh. Das war's, oder? Ja. Gibt's sonst noch? Ich glaub, nö, das... Wir sind sehr zufrieden. Ja, wir sind sehr, sehr... Wir haben lecker Fisch gegessen. Oh ja, im Hotel. Zu einem Wegwerfpreis. Ganz viel Fisch. Und noch mehr. Quasi 7 Euro vielleicht so maximal. 7 Euro Fischbuffet. Kannst du hier quasi die ganze Zeit auftischen. Das war echt... Oh! Ja, jetzt auch ganz dick geworden. Ja, dann guckt man sich vorher noch an. Also, oh, guck mal. Ach, guck mal, wie schlank. Alles weg. Oh, Buffet fertig. Gürtelknopf auf. Oh. Ja, schrecklich. Nee, aber man kriegt das schon mit. So vom Wandern. Also ich merke auch Muskeln an Stellen, wo ich nicht mal wusste, welche Stelle da habe. Ja, meine Waden sind wieder da. Ja, deine sind da. Meine entstehen irgendwie, weiß es nicht. Aus deinen Fischflossen sind Beine geflappt. Blapp, 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 blapp. Nee, also man merkt die Veränderung. So, der erste Tag aus Ystad war ja für mich komischerweise sehr leicht. Da bin ich ja geschwebt. Und danach ging es so langsam. Mein Körper so, nee, Max, nein, Max, nein. Und jetzt ist einfach nur noch so dieses Hypnotische, sobald der Rucksack auf ist, wollen die Beine schon los irgendwie. Es läuft sich leichter. Ja, es läuft sich merkwürdig leichter. Letztens behindert gelaufen sind, deswegen die Blasen, aber es läuft sich leichter weg. Ja, es läuft sich wirklich leichter weg. Einfach, man hat so den Dreh raus, ich weiß nicht warum, aber ist eine schöne Erfahrung. Wird aber ganz bestimmt nicht so sein, dass wir in Berlin dann ankommen, irgendwann in 2 Wochen. Jetzt hätte ich aber Lust zu wandern. Ja, genau so. Christian, treffen wir uns 3 Stunden durch Berlin? Lass mal in den Harz fahren. Bitte, 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 ja. Nein, das wird nicht passieren. Nicht, weil wir uns hassen, das auch, aber einfach, boah, freue ich mich auf meine Couch. Boah, freue ich mich auf die Couch. Hätte ich eine schöne Couch. Und auf die Sandra. Ich habe auch eine schöne Sandra. Ja. Kann man sich auch schön raufsetzen. Ja. Kleine Info dazu. Wir haben... Davon erzählt. Ja, natürlich. Ich habe meinen Schlafsack Sandra genannt. Und mein Schlafsack hat, der baumelt hinten halt am Rucksack dran. Der hat die Gewohnheit, immer aufzugehen. Ich muss den dann immer mal wieder absetzen, den Schlafsack rausholen und diese Sandra-Wurst wieder reinpressen. Immer die Sandra-Wurst. Immer die Sandra-Wurst wieder reinpressen. Ja, rein da! Und dann setzt man sich halt auf die Sandra-Wurst. Das ist aber alles nur im Lieben. Ja. Das ist alles nur im ich liebe dich. Du bist für mich das schönste Würstchen. Würstchen? Nein. Nein, du bist die schönste Elfe, die ich kenne. Und bei dir, gibt's bei dir auch irgendwas Schönes, Peinliches? Nein. Schade. Bin normal. Ja. Mist. Gut. Sandra Wurst! Hier prügelt er. So! Darf ich halt nur nicht angewöhnen, wenn er wiederkommt. Weiter! Geh ins Bett! Nein. Mit diesem kleinen Geschichtchen beim nächsten Mal mehr über darauf hätte ich verzichten und den Kevin Bacon beim nächsten Mal. Man entwickelt hier so seine eigenen Insider. Die schönen. Ansonsten wird es pupslangweilig. Mit mir. Kennt ihn ja. Ja. Manche gucken ihn ja zum Einschlafen. Warum bloß? Ja. Ach, gib mir den mal. Nein, wir verbleiben im Guten. Bis dann, meine Schönen. Genießt nochmal den letzten Blick auf Oscars Hammen. Wie spricht man das richtig aus? Hammen? Hammen. Hammen. Oscars Hammen. Hamm. Viel Spaß in Oscars Hammen. Tschüss. Tschüss. Hey. Da. Hallo. Wieder aus Oscars Hamm und eventuell sieht man es schon im Hintergrund. Aufgebahrt und aufgereiht, auch weil es gewünscht wurde und auch weil wir haben vorher nicht daran gedacht, warum wir das nicht zeigen. Den Inhalt. Und zwar den kompletten Inhalt unserer beiden Rucksäcke. Natürlich nebst den Rucksäcken einmal hier auf dieser Seite, dort und einmal von Christian, der da. Und hier nun alles schön der Reihe nach. Wir fangen mit der linken Seite an, die Christian gehört. Hier wie auch im Bette. Was ist denn was? Fange an, der Herr. Schuhe, Stiefel. Schuhe, Stiefel. Schuhe. Schuhe, laufen.
Und Schuhe schick. Ausgehschuhe. Schuhschuhe. Handtuch. Aha. Externe Festplatte. Ja. Oh Gott, wir haben Uno. Uno-Karten. Verdammt, wir haben Uno. Ja. Wir haben noch nicht einmal Uno gespielt. Ja, oh. Die guten F-Beat. Ja, die guten F-Beat zum und Brennen. Unsere beiden Isomatten. Zwei Matten, die schwarze schöne ist meine. Ein Allzweck, naja, Taschenmesser-Dings, Zange, alles. Ist auf jeden Fall keines, welches automatisch aufgeht, nee, sondern welches man mühselig ausklappen muss. Kamm und Bürste, außerdem beides mitgenommen, auch sehr gut. Ist halt ein Schönling. Ja, naja, so Nageldings. Ist halt ein Schönling. MP3-Player, jo. Mal weg hier. Powerbank, Dosenöffner, Rasierer, ein paar Midi-Päckchen. Ja, ja. Ja. Da kommen schon T-Shirts und Pullover. Immer eingeschnürt in so ein Paket, das sieht dann ungefähr so aus, wenn man wissen, wie das eingepackt ist. Genau, man rollt das, innen drin versteckt eine kleine Unterbuchse. Und Socken. Genau, damit man das Tagespaket ready hat. Und wie viele davon hast du? Also wie viele T-Shirts quasi? 1, 2, 3, 4 und 2 Pullover. Und mein Schlafschirm, weil ich anhabe. Boop, Star Wars. Boop. Ja. Und dann das gleiche halt nochmal in Zivil, das ist ja fürs Laufen. Das ist so für normal. Zweimal Regenjacke. Ja. Hose, kurze Hose, lange Hose mit Gürtel, Zahnbürste, Zahnputzzeug, Deo, ein kleines Duschbad. Fürs Campen. War schon sehr ganz wichtig. Sicherheitsnadeln, auf meinen Wunsch. Zwei für jeden eine. Ja, unser allseits beliebter Felix-Ketchup. Yam, yam, yam. Brauchen wir für unsere Kottböller. Chatböller. Chatböller. Ja, heißen ja irgendwie anders. So, eine Badehose, eine kurze Hose und ein Basecap. Dann der Schlafsack natürlich noch dazu. Das ist seiner. Das ist meine Sandra Wurst. Und das ist Christian. Seid ihr ja zusammen? Ergibt das alles, was war es am Flughafen? 15 sexy Kilo, ohne Wasser. Nee, es waren 13 Kilo. Stimmt, 13 mit, Kilo. Wenn wir mit das Wasser mitzählen und genau, essen, dann sind wir locker bei 15. Ja. Und dann kommen wir zu mir. Ich muss nur kurz auf ein Knöpfchen drücken und damit ich auch sehe, was bei mir ist. Wir fangen bei mir mit den Socken an. Da haben wir zwei Armeesocken, zwei von diesen wunderbar herrlichen, von denen ich schon geschwärmt habe. Wollsocken, in denen man gar nicht schwitzt. Ein paar normale, ich nenne es mal Ausgehsocken. Socken, die ich noch anhabe. Und Socken, die sich in einer Mülltüte befinden, die ich euch jetzt nicht präsentieren wollte. Dann haben wir Mückenspray und Zeckenspray in einem. 8 Stunden Mücken, 4 Stunden Zecken. Wenn man das ins Gesicht bekommt, werden einem die Lippen taub. Das ist ganz was Schönes. Daneben Schnürsenkel für meine Wanderschuhe, die sich hier befinden. Meine Wanderstiefel. Dafür halt nochmal Ersatzschnürsenkel. Dann Erste-Hilfe-Set, Magnesium, Pulver in den Mund, Direkteinnahme jeden Tag. Oropax, falls jemand schnarcht, bisher noch nicht einmal benutzt. Der Christian ist super ruhig, den hört man gar nicht, man denkt, der ist tot. Arnika-Salbe, die ist herrlich. Axe, das ist herrlich. Zahnputz, ja, das ist auch herrlich oder so. Dann Got2b-Strandmatte für den guten Look für die Elche. Auch was zum schönen Riechen. Ein Stift zum Aufschreiben von Sachen, den wir bisher ein halbes Mal benutzt haben. Ein kleines Paket mit Flästerchen drin. Dann für die Pflege des Bartes auch mein Bartpflegeset zum Aufmachen mit obligatorischem Bartkamm, der sich hier befindet in Form eines geilen Schnurrbartes, Bartöl und Bartbutter. Damit der Bart schön weich bleibt. Bartbutter. Und damit frittiere ich mir den Bart. Dann haben wir zwei Rasierer. Dann haben wir. Banane zum Einkleben. Bartkleber. Eine Bartbrille, um was zu sehen. Dann haben wir Sonnenschutzöl, für das ich erst ausgelacht wurde. Dann Bad-Sonnencreme hast du auch dabei. Dann normale Schuhe, Schacks, das Zelt, das gute Fresh and Black Chipopi, wie heißt das? Quechua Chipopi Zelt, das sieht hier sehr klein aus, ist ein Dreimann-Zelt, wurde uns auch empfohlen, da wir zu zweit reisen mit Rucksäcken und die Rucksäcke mit ins Zelt nehmen. Immer drei Mann mitnehmen, wenn ihr zu zweit reist, wurde uns gesagt, kleiner Hinweis. Dann haben wir, die Isomatte ist nicht meine, die ist weg da. Dann zwei Handtücher, dann mein Sexbag, was so wunderschön aussieht. Ja, ist halt, also wirklich, das Teil ist super hilfreich. Da ist Geld drin, da ist die Kamera drin, da ist das Handy drin. Immer am Mann, das ist für mich super wichtig und auch gerade wenn man umherläuft, für mich super gut. Und das Aussehen ist wirklich eher achtrangig auf so einer Reise. Dann haben wir die T-Shirts bei mir. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 plus das, was ich anhab. Man darf ja nicht stinken und ich stinke, glaube ich, hier schnell auf der Reise. Eine schöne Regenjacke von, wie hieß der Shop? Dokaton. Decathlon. Decathlon, genau. Von dann Decathlon. Haben wir auch das Wetter. Gut für genau. Outdoor-Reisen, Backpack. Ja, ist wirklich so. Also Decathlon, dafür können wir gerne einfach mal... Einfach so. Ja, ist Schleichwerbung, weil die Regenjacke ist super, das Zelt ist super duper. Und die haben auch andere Sachen da. Ja. Regenhosen, Zelt, alles, was man braucht. Richtig. Campen. Ja, und wir wurden gut beraten. Also alles top, top, top. Dann haben wir eine Regenhose, die Hose, die ich anhabe, noch eine Schlumpelhose, Schlafhose oder einfach Jogging-Wanderhose, die sehr gemütlich ist. Und noch eine andere normale Hose, die Sandra-Wurst. Und dann kommen wir hier weiter zu den technischen Sachen. Da haben wir, ich glaube, man sieht das wegen des Lichtes nicht ganz so gut, eine Tragetasche mit Druckstoßdämpfern. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Da hat der Techniker direkt eingegriffen. Da haben wir eine Tragetasche mit Druckstoßluftpolstern. Ist aber leider nicht so wasserdicht. Für das Notebook darunter ein HP Envy. Schlag mich tot, was die Zahl dahinter ist, damit ihr den genauen Gerätenamen habt. Das habe ich gerade nicht im Kopf. Das tut mir leid. Ansonsten, das kommt dann da rein. Zusammen mit anderen technischen Gerätschaften wie dem Aufladegerät für das Notebook, das Aufladegerät für die Powerbank, die sich... Wo ist meine Powerbank? Ach hier, genau, hier ist die Powerbank. Hier haben wir noch ein paar Gewürze, damit die Chatbuller nach Curry schmecken, nach Paprika, danke nach Salz. Dafür. Ja, danke dafür, genau. Wurde mir auch noch vor der Reise vom lieben Stereo zusammen mit der lieben Red Devil zusammen mit anderen Namen zugesandt. Genau, und Pfeffer. Pfeffer ist auch dabei. Dann ein kleiner MP3-Player für, ich schlaf gern mit Hörbüchern ein, gerade komischerweise auf der Reise von HP Kerkeling, ich bin dann mal weg, oder halt eins meiner Lieblingshörbücher, Global Fish von Reinhard Grebe. Dann des Weiteren Aufladegerät für die, ich glaube, das ist die GoPro, dann haben wir noch Aufladegerät fürs Handy, halt, total spannend, dann die Maus für das Notebook, ist ja interessant, Mensch, dann hier kleine USB 64 GB Karte für... die Kamera, falls das mal voll ist. Dann Besteck. Kleines, süßes Plastikbesteck. Auch bei Decathlon. Geholt. Komischerweise fehlt uns ein Löffel, seitdem wir die Ravioli gegessen haben. Ich habe keinen. Ja, wir vermissen einen Löffel seitdem. Dann drei Cappies. Ich bin mit einem Cappy angereist. Und ja, ich lasse den Knubbel drauf. Da könnt ihr nichts. Mit dem Cappy angereist. Diese beiden Cappies noch in Schweden gefunden. Also in einem Laden gefunden. Und... quasi Basecap-Baum. Am Basecap-Baum, genau. Habe ich einfach den Hahn aufgedreht, da sind die rausgekommen. Dann mein Portemonnaie, welches ansonsten in dem Sexbag drin ist. Der kleine Arm, in dem auch ein kleiner Tripod drin ist für die GoPro. Unsere Karte für Schweden. Zwei Wasserflaschen und Badehose. Und unsere Schwedenkarte, auf der wir noch nichts eingezeichnet haben, was wir aber noch machen wollen. Ja, wir wollen ja den Weg auch noch einzeichnen, doch dies ein andermal. In unserem Zimmer wird es gerade brennend hell und heiß, besser gesagt, weil es einfach... Wir sind hier rausgegangen, ich schwitze gerade, wie ihr seht, weil einfach die Temperatur ist komischerweise... Ja, wir erfrischen uns, indem wir uns ausziehen und aneinander reiben und danach... Bitte was? Was? Nö, ja. Dafür zum Schwimmmoment des Tages. Haben wir ihn doch noch, wunderbar. Und das ist ansonsten in unseren Rucksäcken drin. Das passt da rein. Man rollt halt die ganzen Sachen zusammen. Also, so wie Christian das schon sehr, sehr schön und anschaulich gezeigt hat in seiner Unterbuchse. Das einfach zusammengerollt ergibt das eine schöne Wurst. Und das lässt sich original prima stapeln. Außerdem hat man immer so alles sehr gut griffbereit. Danke für den Einwurf, ja. Quasi. Ja. Mal Schweden in den Raum geworfen. Genießt diesen Anblick. Vielleicht seht ihr ihn nie wieder. Oh, 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 oh. Tschüss. Dass er sich traut, das anzufassen.